Willkommen bei der Reederei Brise. Du möchtest mehr über die Ausbildung zum Schifffahrtskaufmann oder das duale Studium erfahren? Dann komm mit. Als Reederei kümmern wir uns um die Befrachtung, Bemannung und Instandhaltung unserer Schiffsflotte. Aktuell betreiben wir über 135 Frachtschiffe mit insgesamt 200 Mitarbeitern an Land und über 2000 Mitarbeitern auf See. Unterstützt wird die Firma dabei von 15 Auszubildenden in Leer. Und welche Abteilung die Auszubildenden unter anderem durchlaufen, das zeigen wir euch jetzt. Hier im Crewing kümmern wir uns nicht nur um die Besatzungswechsel weltweit, sondern wir sorgen auch dafür, dass wir neue Seeleute für unsere Flotte gewinnen. In der Forschungsabteilung kümmern wir uns im Namen der Bundesrepublik um 8 Forschungsschiffe. Dazu zählt unter anderem das modernste Forschungsschiff der Welt, das Forschungsschiff Sonne. In der Befrachtungsabteilung dreht sich alles um das Thema Ladung. Darunter fallen zum Beispiel die Suche nach geeigneten Ladungen und die Betreuung der Reiseverläufe. Guck mal, Sina, die Babyze bei Boa ist immer noch in Rotterdam. Stimmt, das ist ja komisch. Michael, rufst du mal beim Kapitän an und fragst, was da los ist? Ja, klar, kann ich machen. Hallo, Captain. I just have a quick question. In der Inspektion kümmern wir uns um die Instandhaltung der Schiffe. Denn nicht nur dein Auto muss gewartet werden, sondern auch unsere Flotte. In der Versicherungsabteilung kümmern wir uns um die einzelnen Versicherungen der Schiffe, zum Beispiel die Kaskoversicherung. Für mich stand zum einen fest, dass ich was Internationales machen möchte, wo man auch Kontakte in die große, weite Welt hat und andererseits, um auch zu sehen, was mit der Schifffahrt, die 80% der Waren weltweit transportiert, eigentlich alles unsere Wirtschaft am Laufen hält, wie was da hinter den Kulissen vorgeht. Das hat man ja so als Außenstehender nicht unbedingt im Blick. Ich habe 2017 Praktikum gemacht, weil ich über eine Bekannte quasi von diesem Beruf gehört habe und das sehr interessant fand, weil es eben auf internationaler Ebene ist. Ich die Möglichkeit habe, auf Englisch auch zu arbeiten, was ich schon immer sehr interessant fand. Da ich ja jetzt auch schon ein bisschen hier bin, kann ich sagen, dass man im Büro halt viel ist und arbeitet, aber dass man auch die Schiffe selbst sieht. Also dass man geht auf die Schiffe, guckt sich das an, redet mit der Besatzung. Und deswegen sieht man auch, woran man arbeitet sozusagen oder mit welchen Leuten man arbeitet. In der Ausbildung habe ich alle 4 Monate, so läuft das in der Regel, die Abteilung gewechselt, damit man in möglichst alle Felder des Reedereigeschäfts einen guten Einblick bekommt. Ich wurde hier auch sehr nett aufgenommen und wenn ich irgendwas habe oder so, auch in der Schule und sowas, dann steht mir immer jemand zur Seite, der mir irgendwie hilft oder mir das nochmal erklärt. Die Übernahmechancen stehen grundsätzlich, denke ich, sehr gut. Ich kenne viele Kollegen, die nach ihrer Ausbildung hier übernommen wurden. Also Stimmung ist einmal locker, also ist auch nicht angespannt oder so, das ist echt cool. Und ja, Mittagspause gehen wir zusammen raus meistens. Wir essen zum Beispiel zusammen ja, in der Küche hier oder können auch in der Stadt zusammen essen gehen und dann, ja, ist ein gutes Miteinander. Also wir verstehen uns alle gut. Das war unsere kleine Tour durch die Reederei. Wenn wir dein Interesse geweckt haben und du gerne mehr über uns erfahren möchtest, dann besuch doch einfach unsere Homepage www.brise.de.